Wollen wir mal eine ganz ruhige Reaction machen? Das ist ein Video zu Umut Abi oder von Umut Abi gegen mich. Alpha Kevin, wieso lügst du, heißt das Video. Ja, ich bin gespannt, wo ich lüge. Ey, ich bin wirklich gespannt. So, nachdem ich gerade eben böse zerstört wurde, werde ich jetzt erneut zerstört. Von keinem geringeren als Umut Abi. Ja. Der ist mega nice, ist einer meiner Lieblings-YouTuber. Und ich finde einfach, also ist so meine Gedanken, ich finde einfach, dass er irgendwann den YouTube-Thron erobern wird. Einfach, weil das ein heftiger YouTuber ist. Ich finde ihn brutal stark. Okay, ich bin gespannt. Was geht, Leute? Heute ist ein ernsteres Video. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, Alpha Kevin macht sich peinlich. Wundert euch nicht, warum ich einen Schal habe. Ich habe Halsschmerzen. Und Leute, ich habe in diesem Video auch... Alpha Kevin macht sich peinlich. Ja, so allerdings. Ich mache mich peinlich. Das ist übrigens gutes Deutsch. Ein Beweisclip, den ich gleich einblenden werde, warum Alpha Kevin einfach nur ein Heuchler ist und einfach nur lügt. Leute, ich werde den Clip gleich einblenden. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Leute, Alpha Kevin hat ein Video gegen mich gemacht. So, in seinem Video hat Alpha Kevin gesagt, yo, ich werde mit Anwalt gegen dich vorgehen, dies, das. Und dann habe ich halt ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, yo Leute, Alpha Kevin will Anwalt gegen mich einschalten. Mein Video hier ist, glaube ich, irgendwie so, Alpha Kevin droht mit Anzeige. Ich glaube, so war das Video. Und dann sagt einfach Alpha Kevin in seinem Video, Digga, ich habe niemals sowas erwähnt. Ich werde euch jetzt den Clip einmal zeigen, Bruder. Es ist so lächerlich, Digga. Nee, denn das wurde gefaked. Hier wurde einfach mit meinem Profilbild irgendein Fake-Chat gezeigt, um mich irgendwie bloßzustellen. Und daraufhin hat er halt auch seinen Titel gestaltet, obwohl ich das niemals angesprochen habe mit dem Anwalt. Pass mal auf, was mein Anwalt demnächst von deiner lustigen Satire-Sache hält. Obwohl ich das niemals angesprochen habe. Junge, der nimmt einfach das Video von Razarix und denkt, er hat mich jetzt exposed. Nice, Bro. Gesprochen habe mit dem Anwalt. Pass mal auf, was mein Anwalt demnächst von deiner lustigen Satire-Sache hält. Obwohl ich das niemals angesprochen habe. Will das bitte nochmal zeigen? Dankeschön. Hab mit dem Anwalt. Pass mal auf, was mein Anwalt demnächst von deiner lustigen Satire-Sache hält. Leute, ja. Wir müssen hier den Kontext, glaube ich, beachten. Ich glaube, der Kontext war noch nicht mal der, dass ich das noch nie gesagt habe, sondern in der Zeit, wo ich das Video gemacht habe, da habe ich nichts mit dem Anwalt erwähnt, glaube ich. Ansonsten, ja, habe ich mich wahrscheinlich vertan. Da werde ich wahrscheinlich doch nochmal einen Anwalt einschalten. Auf ganz entspannt. Wie kann ich nur nicht den Anwalt einschalten? Das ist ja ganz, ganz schwierig, ja. Ich habe den Clip jetzt hier gesehen. Den Clip habe ich, by the way, von Razarix TV, habe ich auch in der Beschreibung verlinkt. Ich küsse dein Herz, Bruder. Leute, ich verstehe nicht, wieso man jetzt noch Alpha Kevin irgendwas glaubt. Also Bruder, man sieht doch klar und deutlich, er sagt in einem Clip das hier, in dem anderen Clip das hier. Und Leute, er sagt auch, yo, ich strike keine Leute, Umut Abi, wenn du mich strikst, Digga, dann wird's komplett enden und alles. Leute, wisst ihr, wer mich gestrikt hat? Alpha Kevin. Mein Video gegen Alpha Kevin ist gestrikt, wo ich schon Teller im Gesicht. Nice, Bro, nice. Yeah, das Video ist gestrikt, das finde ich stark, ja. Das ist die Dummheit, wurde einfach mal wieder ausbezahlt. Also ich kann euch sagen, hätte ich das gestrikt, würde dastehen, Antragsteller von Alpha Kevin oder von Oliver, ne. Mein Name halt. So, das heißt, das würde dastehen. So, jetzt bin ich gespannt, ob er mir einen Beleg zeigen kann, ob der Antragsteller von Alpha Kevin ist. Weil ich meine, das kann er ja einfach zeigen. Ich erlaube es Umut Abi, dass er einen Beweis ins Video zeigt, aber wirklich ein Beweis alleged ist, nicht irgendein billig photogeshoppten Beweis, sondern einen richtigen Beweis, wo man ganz klar sehen kann, dass ich ihn gestrikt habe. Ich gebe ihm 500 Euro, okay, warte, wirklich, ich gebe ihm 500 Euro, wenn ich ihn gestrikt haben sollte. Ich gebe ihm 1000 Euro, wenn ich ihn gestrikt haben sollte. Das Geld hat er nötig, ja, der möchte sich was aufbauen und deswegen gern. Wir können es auch so machen, wenn er gerade lügt, dann bekomme ich 1000 Euro. Und wenn ich lüge, bekommt er 1000 Euro. Dann haben wir doch eine nice Sache eigentlich draus. Easy 1000 Euro gegettet. Leute, wisst ihr, wer mich gestrikt hat? Alpha Kevin. Mein Video gegen Alpha Kevin ist gestrikt, wo ich Nutella im Gesicht hatte. Stopp, 10.000 Euro, okay? 10.000 Euro. Dann kann der sich noch mehr kaufen. Scheiß drauf, 10.000 Euro. Und wenn ich aber falsch lieg, muss er mir 1000 Euro geben, okay? Auch gerne mein ganzes Vermögen. Leute, er sagt auch, yo, ich strike keine Leute, Umut Abi, wenn du mich strikst, Digga, dann wird's komplett enden und alles. Leute, wisst ihr, wer mich gestrikt hat? Alpha Kevin. Mein Video gegen Alpha Kevin ist gestrikt, wo ich Nutella im Gesicht hatte. Das hat er einfach gestrikt. So, ich werde auch nochmal einen Screenshot... Ach, der hat auch einen Screenshot, oder wie? Nee, sei kein Screenshot. Was? Okay, wait. Das hat er einfach gestrikt. So, ich werde auch nochmal einen Screenshot einblenden. Da steht ja nicht mal irgendwas da. Alpha Kevin, es reicht Video entfernt unangemessen Inhalte.
Da steht halt kein Beweis, dass ich ihn gestrikt habe. Das ist so stark. Davi, ich küsse deinen Lachsnacken, Bruder. Ich küsse deinen Lachsnacken. Nicer Beweis. Oh, so stark einfach. Alright, Alpha Kevin, Video entfernt. Shit, ich habe ihn einfach gestrikt. Es tut mir so leid. Bruder, Alpha Kevin, entweder hast du einfach Angst vor mir, weil dieses Video soll wirklich niemanden beleidigen oder so. Alpha Kevin, ich sag einfach nur meine Meinung. So, das soll ja niemanden angreifen. Ich möchte ja keinen mobben oder sonst was, Leute. Ich distanziere mich von sowas. Oh. Aber lieber Alpha Kevin, wenn du... Ja, distanziert sich vom Mobben. Wollte aber jemand als Meme machen mit einem Hitlerbart drauf. Nice. Nice Job, Bro. Wenn du mit mir sprechen möchtest, kannst du jederzeit mit mir auch im Discord sprechen. Wir können das auch gerne live machen. Ist gar kein Problem, Alpha Kevin. Muss dich nur bei mir melden. Ne? Muss dich nur bei mir melden. Dann können wir ganz normal reden. Also auf so eine loste Diskussion lasse ich mich nicht nochmal ein. Ich glaube, ich hatte schon 2 Gespräche mit ihm oder so oder ein Gespräch. Und dieses Gespräch hat, also ohne Scheiß habe ich wirklich gemerkt, dass die Hälfte meines Gehirns abgestorben ist. Und noch eine Hälfte würde ich nicht vertragen. Das ist ja halt krass. Ganz offen, sachlich, ohne jetzt irgendwie zu beleidigen, weil von sowas distanziere ich mich erst recht. Deshalb, das Angebot steht, wie gesagt, wenn du reden möchtest, kann gerne reden. Leute, schreibt eure Meinung in die Kommentare, was haltet ihr davon? Schreibt einfach mal rein, mich würde es interessieren. Und vergesst nicht, Leute, zu abonnieren, falls ihr neu seid. Ich küsse euer Herz, jeden zweiten Tag ein Video auf diesem Kanal. Vergesst nicht zu liken. Alright, warte, komm, schreib rein. Du bekommst 10.000 Euro, wenn du mir einen festen Beweis gibst, dass ich dein Video gestrikt habe. Wenn du gelogen hast, bekomme ich... Komm, wir machen 500 Euro. Das würde Ihnen schon sehr schaden. Kuss. Okay. Ja, also das ist... Eigentlich auch 100 Euro wäre auch schon stabil. Okay? Das ist doch eine gute Abmachung eigentlich. Like, oh, Leute. Mann. Und an alle Hater, Digga, Dislikes juckt mich eh nicht. So. Das Video wird jetzt eh kaum Dislikes bekommen. Von daher, komm. An alle Hater. Nice. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la... Alright, geiles Video. Nee, wirklich, Umudabi finde ich sympathischer Junge. Alle haten mich. Ja, gut, da gibt's eine ganze Playlist davon. Junge, was sind denn das für Cringe-Ansagen? Also, ey, sorry, aber ohne Witz, das hält man doch nicht als Otto-Normalverbraucher aus. Solche Cringe-Ansagen. Sei es Umudabi, sei es der andere Dings. Es ist einfach, ich weiß nicht, ich wollte gar nicht mehr ihn großartig beachten, aber es ist einfach zu geil, dem gerade eben mal so, ich möchte einfach 500 Euro von ihm haben. Deswegen habe ich das gemacht. Ich möchte einfach nur 500 Euro haben. Ich möchte einfach nur jetzt 500 Euro bekommen. Von Umudabi. Ich denke, das bekommen wir eigentlich ganz nice hin.